Sind wir auch zurück? Ach, hört auf zu reden. Schaut mal, was hier gerade über mich gefahren ist. Der rosa Smart. Leider müssen wir den Kerl mit seinem eigenen Wagen zurückfahren. Aber hey, damit wurde bewiesen. Es gibt ihn. Psst, weg. Tut, tut. So. Vorsicht. Verdammt. Nein! Sie haben die Cops alarmiert. Oh, fängt der gut an? Ja gut, ich glaube, da war auch direkt das Polizeirevier. King zu seinem Hotel zurückbringen. Muss mal langsam fahren. Langsam. Alright, so listen, man. I'm going back in a week or so. Alright? I'll tell my boys. I got the man for you. Alright. They'll want to start Tut. Slow, but I'm guessing they can move as much product as you can ship. Well, this could be huge, man. These boys got some big ideas, too. I'm talking all the legit shit their money goes into gotta go somewhere. You feel me? And the feds back home are really cracking down. Brothers might be looking for a little offshore stash. Yeah. And the man who set that up and kept it safe, yeah, he'd have a whole Alter, steig aus. To deal Manu. You feel me? Well, I could swing that for you. I still got contact stateside who could set up the other side of things. Das ist keine Bullenplattform. Yeah. So. Yo, you ever work in movies, way? Nah, too much bullshit. I mean, look at Sonny Wolf. Nah, man. Come on, that's what's good about it. Everybody's a fucking moron. You come in with muscle and money, and you too can call the shots. You got a point. Fahren wir mal ein bisschen vorsichtiger, damit wir den Kerl auch abliefern können. So viel zu vorsichtig. Egal, war ja kein Bulle im Weg. In der Nähe, wie auch immer. Blut. Alter, ich hab Vorfahrt. Stimmt zwar nicht, aber egal. Ich hab trotzdem Vorfahrt. Gut, dass das nicht so ernst mit seinem Wägelchen. Sieht ein bisschen zerbeult aus. Alright, here you go. Thanks, man. I really appreciate it. Really. It's real cool to meet you. We'll see you around. Yeah, for sure. Hopefully first night of many. Well then. Looks like this is the beginning of a beautiful friendship. Alright, man. Take care. So ist auch schon wieder heile. Jetzt nicht mehr. Ja, super. Ich will das nicht, das ist bäh. 25.000. Oh. Das hat mich gefallen. Das Auto kannst du behalten, das ist so lahmarschig. Da hinten ist Parkplatz. Was ist das für ein Auto? Ja, nimm mal das mal. Die Erde-Statue zurückbringen. Serienmörder-Hinweise, schnelle Mädchen. Bringen wir mal eben die Statue zurück. So. Halt die Fresse. Ich hab dir doch nur dein Auto geklaut. Sei froh, dass ich dich nicht überfahren habe. Alter. Fährt schneller, aber auch nicht so schnell. Wenn ich mir überlege, was wir im alten Speicherstand die ganzen Panzerwagen da ausgeräumt haben. Ey. Ah, egal. Wenigstens kommen wir jetzt weiter spielen, gell? Ah, wartet mal, da ist eine Nebenquest. Dumm. Okay, were you kidnapped? No, I wasn't kidnapped. Frank's my husband. What are you doing? Creep. Mind your own business next time. Getting to the point where mature adults can enjoy themselves in public. Frank? Frank!
Aber schicke Farbe. Ne? Rennt die jetzt so? Wo rennt die denn hin? Hallo? Das ist die Straße. Hey, wie war das mit Erwachsenen und sich amüsieren? Ich hab mich gerade amüsiert. Ja, ich muss da rein, verdammt. Ist das Auto schon halb am Arsch? Da. Sollen wir mal das Rennen machen? Ja, ne? Haben wir schon lange nicht mehr. Auto. Okay, machen wir Rennen. Nimm mal den Wägelchen. Alter, sind die schnell! Alter! Alter, dräng mich nicht ab hier. So. Tut! Ich muss da mal vorbei! Dankeschön! Aber noch hinter mir und da kommt jetzt eine Kurve. Prozent, das geht ja. Ah, der hätte schon das Ziel. Super. Das war ja einfach. Easy. Das haben wir gewonnen, Erfahrung und... Ja. Einfach, aber effektiv. Und wir sind... Cool. Wir sind direkt an dem Club. Perfekt. Die dunkle Gasse. Tut. Tür zu. So, mal sehen, wie viel der gesammelt hatte. Tiger. Ah, the tiger. How are you doing? I'm fine. But the past, I mean. Your past. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it. Even if you ask it of yourself. What are you, a Zen master now? Of course. Didn't you know? What would you like to learn? Was habe ich denn bisher gelernt? Eine Folge-Kombo nach dem normalen Sprungkick. Was haben wir da unten? Na gut. Ah ja. So. Doppelter Sprungkick zum Spiel. Das Auto ist aber kaputt. Damit kann ich mich doch nicht blicken lassen. Das ist ein Taxi, das will ich nicht. Mein Bus will ich auch nicht fahren.
kommt hier kein richtiges Auto. Familienkutsche. Königliche Hühnerlaster. Ach, pst. Na den, egal. Was wollten wir eigentlich machen? Mach mal schnelle Mädchen, ne? Ja, würde ich ja mal sagen. Sind auch überall noch die ganzen. Aber da hatten wir ja die meisten gemacht, wie ich mich erinnere. Gut, fahren wir nochmal dahin. Steht ihr denn hier so blöd rum? Echt jetzt? Musste sein. Doch ein hässlicher Wagen. Auch hässlich. Hässlich. Pfui bäh. Auch hässlich. Nee, keine schönen Wagen mehr. Hab ich alle schon zu Schrott gefahren? Hallo? Nein, ich Schläger möchte ich nicht kaputt hauen. Jetzt ist meine Markierung wieder weg. So. Echt mal hier. Buddies. Na, auch hässlicher Wagen. Tut. Tut. Hallo Polizei. Ich fahr hier nur rum auf der falschen Fahrbahn. Tut. Ist dich da jetzt runter? Ist ja echt keinen schönen Wagen mehr. Ja. Egal. Fahren wir halt mal zum Ziel. Muss auch irgendwann ankommen. Das geht doch mit der Karre. Die ist so eckig. Ich mag keine eckigen Autos. Ich mag eher, wenn sie runder sind. Jupp. Hi. Mist. Nein. Baby, nicht wegfahren. Komm her, komm zu Mama. Du gefällst mir. Shit. So sagt mir keiner von euch, dass dahinter Dreckbullen sind. Jetzt fahre ich den Wagen bestimmt direkt wieder zu Schrott. Ist ja voll gelohnt. Wie fahre ich denn jetzt hin? Schade, dass wir die Wagen nicht einfach in die Garage In die Garage stellen kann. Bei GTA. Hallo? Markierung? Dankeschön. Na gut, fahren wir den Wagen zu Schrott. Ist ja egal. Gut, ich hab's ehrlich.
Ich wollte nur einpacken helfen. Hey. Ja. Dieser Sound einmalig. Ich würde sagen, das machen wir dann bei der nächsten Folge. Ne? Frau. Hi. Gut, wir sehen uns. Tschüss.